brauchen ein schönes großes Haus. Ja. Ich werde dann auch eine zweite Etage bauen, wo ich dann mein Zimmer habe. Okay. Dann tun wir jetzt, was uns gesagt wurde. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Kleines bisschen. Weiß auch noch nicht, wofür ich das Geld brauche. Obwohl, es gibt ja den Händler. Blöd. Ich habe auch den Händler kennengelernt. Der möchte bestimmt Geld haben für seine Waren. Oh. Also, wenn du aufstehst und ich unten bin, komme ich nicht hoch. Aber ich kann ja befehlen, wieder aufzustehen. Ja, schon gelernt. Okay. Also wir haben ja gesagt bekommen, wir werden auf jeden Fall noch einiges über Götter lernen, nach und nach, und verschiedene Prüfungen haben. Aber das halt nicht mehr in der Demo. Ich gucke gerade nur mal ein bisschen. Was wir vielleicht uns noch angucken könnten. Da hinten ist noch ein Haus. Hier auch durch. Anscheinend. Ein Tier. Katze ist weg. Ist jetzt unser Haustier? Oh mein Gott, ich habe ein Haustier. Aber mit der Katze kann ich doch nicht durchs Wasser. Schöne Deko dabei. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht auf dich drauf treten. Wie machen wir denn das jetzt, Katze? Ach, da hinten ist eine Brücke. Sehr gut. Katze? Nein, Katze. Wo ist Katze? Ja, okay. Ich habe kein Haustier mehr. Ich gehe trotzdem mal hier über die Brücke.
Wenn sie schon da ist. Oh. Als ich heute früh das Haus verlassen habe, hat mein Herz voller Freude auf meine anstehenden Abenteuer gesungen. Die Welt ist ein großer Ort und ich bin ein kleiner Mann. Ich möchte gern mehr sehen und verstehen. Welche Abenteuer erwarten mich? Was werde ich sehen? Welche Geschmäcker und welche Gerüche? Oh. Er hat noch andere Reisende gesehen und hat gehofft, mit denen die Nacht zu verbringen, also ein Lager aufzuschlagen. Das hat aber, glaube ich, nicht so funktioniert. Armer, armer Mann. Okay. Ich gehe jetzt hier rüber und dann gehe ich dort noch in diesem. Das Reh läuft einfach durchs Wasser. Seht ihr das? Ist ein bisschen schwer zu sehen, ne? Aber da läuft einfach ein Reh durchs Wasser. Unser Haustier ist eh weg. Eigentlich hätte ich jetzt auch durchs Wasser gehen können. Obendrauf ist eine Kiste. Hier ist unsere Katze. Unsere Katze war einfach vor uns da. Komm mit. Läuft einfach im Wasser rum. Eine Wasserkatze. Okay, dann gehen wir jetzt. Wenn ich jetzt nach Hause teleportiere, ist dann die Katze weg? Mal wieder. Ich habe schon gedacht, ich habe dich verloren. Kätzlein. Okay. Also ich würde sagen, was für ein Zeichen? Es hat sich gelohnt. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt nach Hause. Könnte ich jetzt eigentlich mit meiner Säge. Ich habe doch eine Säge gefunden, aber. Wie kann ich Holz fällen? Delete off. Oh, ich habe. Ach, alles. Ah, hier ist die Übersicht. Okay, das war irgendwie seltsam. Ist Katze jetzt noch da? Nee. Doch. Komm mit nach Hause. Guck mal.
Okay. Okay. Schön auch, wie ihr Kleid einfach durch ihre Beine glitscht. Wir können also zwischendurch auch rein theoretisch mit ihr. Guck, wir haben hier auch Rezepte. Suppe und Porridge mit Früchten. Klick an eine. Okay, dreimal Beere. Okay. Was ist das jetzt hier in meiner Hand? Ich kann aber auch Beere, Honig, Pilz. Nee. Beere, Honig, Honig. Nee. Honig, Honig, Honig. Ach so, ich. Ja, wartet. Verstehe, ich soll ja erst Holz nachlegen. Keine Ahnung, wie viel ich brauche. Okay. Ich würde gerne ein Bett für unsere Katze bauen. Alles für die Tiere. Ich weiß aber nicht, was das hier eigentlich für ein Schild jetzt. Über McDonald's kriegst du dein Essen an den Tisch gebracht. Okay, wir haben hier dreimal Honig, aber das funktioniert anscheinend nicht. Was ist, wenn ich jetzt Beere, Getreide, Beere. Ach, das ist das Porridge. Das geht nicht. Porridge mit Honig. Ja. Okay, das macht's jetzt. Das ist aber irgendwie komisch. Warum muss ich dann immer nochmal draufklicken? Ja. Aber das ist ja quasi jetzt. Ach, das steht dann sogar da im Regal. Hier. Ich habe schon drei von. Wie viel war's? 32 Rezepten gekocht. Juhu! Hier kann ich das dann auch nehmen und essen. Aber aktuell wollte ich es eigentlich nicht essen, weil. Ich drücke mal die falsche Taste. Haben wir hier was für unsere Katze? Die sehen schön aus, die Möbel, muss ich tatsächlich sagen. Gefällt mir. Das finde ich auch ziemlich lustig. Aufbewahrungskiste. Gefällt mir die Platzierung. Den Topf finde ich tatsächlich ziemlich cool. Bücher. Riesenbücher. Nee, falsch. So. So. Schade, wir haben aber nichts für uns vermietet. Aber ich mache mir noch ein Bett hier hin.
So. Okay, das finde ich ziemlich cool gemacht. Das Inventar. Alles aufgeräumt. Ach, die sammeln für mich Holz. Sammeln wir doch hier mal alles ein. Ein bisschen Holz, was ich noch mal brauche. Okay, wenn ich jetzt mich hier hinsetze und sage, lass losgehen, kommt unsere Katze mit. Ja, ich kann damit selber rumlaufen. Aber wohin? Normally, walking with your chicken-legged cottage into the fog will allow you to travel to the next map. In this demo, it will end the demo. So only go there if you're finished. Okay, wir gehen jetzt hier hoch, oder? So ein bisschen Richtung Norden. Oh, das ist ziemlich cool. Wir können uns dann überall hinsetzen, wo wir. Guck mal, wie groß wir das Haus eigentlich bauen können, wie viel Fläche wir haben. Dann können wir uns überall hinsetzen, wo wir wollen, und können dann Sachen looten und. Yay! Okay. Irgendwie ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist, was mich lange gefangen hält. Aber es gefällt mir sehr. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf Quit drücke, ob ich dann auf meinen Desktop zurückkomme oder ob ich ins Hauptmenü komme. Wir probieren es einfach mal. Okay, wir kommen wieder ins Hauptmenü. Finde ich ziemlich cool, die Demo. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Gut, nicht gut? Ich fand's süß. Aber wie gesagt, glaube ich, kein Spiel, was mich lange beschäftigt. Aktuell muss ich auch sagen, es haben Spiele wirklich schwer bei mir. Ich bin sehr wählerisch aktuell, was Spiele angeht. Kaum was kann mich so richtig begeistern. Das ist manchmal den Spielen gegenüber unfair. Deswegen ganz neutral gesagt, sehr schönes Spiel. Ich glaube, man kann einiges erleben auf dem Rücken des Huhnes, des Hauses. Ich finde auch die Raben ganz cool, mit denen wir arbeiten, die wir losschicken können, um Sachen von Bäumen zu holen, die für uns das Holz sammeln und so weiter. Und die Bären und was nicht sonst alles. Du hast Nebenquests, die du machen kannst. Ist schon süß. Und ich denke, du wirst überall auf jeder neuen Map
Teil sozusagen auch neue Dörfer finden mit Leuten, die deine Hilfe brauchen. Du musst Prüfungen bestehen, hat ja Baba Yaga schon gesagt. Ja. Ich denke, eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Ja. Genau. Eure Meinung würde mich natürlich auch interessieren. Aber ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns sehr gern morgen wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, gehabt euch wohl. Bye bye. Tschüss.